Einen wunderschönen guten Abend zusammen. Herzlich willkommen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pokémon Twist Turbin zu meinem Chris. Hallo. Ach ja, Leute. Ja, wir spielen jetzt spontan ein bisschen und streamen das auch natürlich, wie immer. Oder Und nehmen das einfach nur auf. oder nehmen das nur auf, natürlich wie beim guten Chris. Markus, recap doch einfach mal ganz kurz, was wir in der letzten Folge Stream gemacht haben. Jo, wir waren ja jetzt hier auf dem Pyroberg, direkt einen Encounter gehabt. Da haben wir auch einen Encounter gehabt, noch einen interessanten zum Abschluss. Wir hatten ja zuletzt Arceus encountert und wir haben den ja auch beide gefangen. Ja. Oh, da ist schon der nächste Arceus. Ah, nice. das war ein bisschen saftig gewesen. Das war sehr lecker auf jeden Fall, ja. Meine zwei Pokémon sind ja fast tot. Ich weiß, ich muss auch nochmal gerade ein bisschen so recappen für mich selber. Ich überlege gerade, was war denn noch Thema gewesen? Ich glaube, Wir haben sonst war alles. Magma Ja? vernichtet Genau, quasi. oben auf dem Pyroberg, ne? Aber sonst war alles, Genau. denke ich, relativ geschmeidig gewesen. Wir haben keinen verloren, soweit ich das gerade sehe. Wir müssen uns ein bisschen Geld in der Arena holen. Wir müssen jetzt einfach mal den Adrenalizer verprügeln, Markus. Überfall! Ich geh rein. Überfall! Games im realen Morden! Okay, let's hit it, Alter. Warte, ich muss mein Arceus erstmal überprüfen, was sie überhaupt so hat für Attacken. So, die meint, der meint also, ich würde mich verbrennen. Das bezweifle ich Okay. hier. Wow, Alter. Puh, lol. Es hat Beine gebrochen. Beine? Hä? Ich erinnere mich gar nicht an die Arena vom Rätsel hier Echt im jetzt? Remake. Im Remake, im Remake hier. Ich erinnere mich dran. Aber ich habe das Remake auch oft gespielt. Na, ich Du nur bist halt einmal. links und rechts und dann wirst du halt hochgespült. I Genau. see, I see. Ja, die Arena ist echt schön, ne? Ja. Felicia, oder so heißt sie doch, oder? Felicia? Irgendwie sowas, ja. Hä? Ich meine natürlich, da bist du ja endlich. Ich dachte schon, du Winzling schaffst es nie hierher. Meine bescheidene Aufgabe besteht darin, ich meine natürlich, mein Name ist Flavia. Merk ihn dir gefälligst. Ich bin hier die Arenaleiterin, kapiert? Ich rate dir, mich nicht zu unterschätzen, nur weil ich noch nicht so lange Arenaleiterin bin. Ich habe nämlich das Talent meines Großvaters geerbt. Dürfte ich dir. Ich meine natürlich, jetzt zeige ich dir die heißen Attacken, die wir in dieser Gegend entwickeln und verfeinert haben. Jawohl! Einzige weirde Arenaleiterin der ganzen Ja. Edition wahrscheinlich. Feuer frei! Okay, Flavia. Merk ihn dir gefälligst. Ich hab schon wieder falsch genannt. Ja, aber wer merkt sich denn auch Flavia? Das ist Despotar irgendwie und komisch. Pyrgon 2. Okay, Johto lässt grüßen. Okay, ganz kurz mal chillen hier. Was ist das für ein Team? Was soll das? Okay. So haben wir aber nicht gewettet. Da downloadet sich irgendwas. Das ist ja wieder super. Ja, da kann nichts Gutes kommen. Aber dieses Level 30 aus von da. Ja, Ja, ich mache mir jetzt riesen Hochbesorgen. das wird schon irgendwie gut gehen. Ja, denke ich auch. Ja, dann machen wir doch einfach mal das hier. Ich würde Despotar als erstes wegschaffen. Ja, doch. Oh, Despotar macht. Fucking Schutzschild, Alter. Identität 10! Holy shit! Oh, der hat fast wie Thulabe gewonnen, Schottet. Was für ein What? Shit, wird unangenehm. Oh, Bizarro-Raum. Oh, Jetzt ja, genau. competitive hier, Alter. Jetzt wird's aber. Oh, Oh, ich hab zwei damn. direkt unter. Nee, bei mir läuft das gar nicht so gerade. Bei mir ist alles gut. Oh Gott, Sandsturm hat jetzt fast Vitula komplett getötet. Oh mein Gott. Das ist unangenehm. Ich würde sagen, nicht Chillas darf jetzt raus und du machst jetzt mal X. Funkenflug auf Pyrogon. Holy shit, ein X-Band, Alter. Ich hätte fast gar nicht mehr überlegen müssen, ob ich jetzt Frostit hier austausche oder nicht. Ja, das ist natürlich jetzt Elektro ein. Natürlich! Und Quirscher der. Natürlich! Draco-Meteor. Oh. Das war's. Oh Gott, bitte nicht, lass jetzt nicht sterben, bitte. Bitte nicht erst am Sandsturm sterben, bitte nicht. Bitte nicht. Ah, oh, Schmerz, au. Komm, bitte, bitte überleb, Impoleon, bitte. Bitte überleb. Ja! Oh, 6 KP! Oh mein Gott. Komm, One Shot, bitte. One Shot. Okay, Fuck Mann. yeah. Okay, oh. Despotar, mehr like tot. Toter. Tota. Okay, oh mein Gott, was war das denn jetzt? Holy shit, Alter. Hä, also, mir wurden jetzt zwei Pokémon fast ausgenockt. Die Alter. sind halt perfekt, man muss halt wissen, Leute, die haben perfekte Setups und Moves, ne, und Ja. IVs. Das ist halt so das Heftige noch.
Aua. Oh Gott, was für, Alter, was machen die denn? Die nehmen meine Pokémon hier aus, komplett auseinander. Das ist nicht gut, Markus. Das ist nicht gut. Nee. So viel kann ich dir schon mal verraten. Aua. So. Ich war jetzt chillen hier mal alle, ganz kurz, ja? Ich hatte auch einen Meistergriff und, oh nein. Oh, okay. Macht zum Glück gar nicht mal. Und das sieht auch special aus. Oh, okay. Ja, ich weiß bloß nicht, was es ist. Aber zum Glück habe ich den Boy geheilt. Obwohl, sein Spezialangriff ist ja so klein mittlerweile. Hm, Überresterträge ist die. Das ist eine solide Sache. Oh ja, sieht aus wie Pflanze. So ein bisschen, ne? Ja. Alter. Hm. Bruder bleibt doch am Leben. Guck mal, ob wir den jetzt damit weghauen können. Ja, ich muss auch hier gut reingehen jetzt. Okay, wir haben doch hier noch mehr. Wir haben doch hier. Nein. Oh, vielleicht der Pflanze Stahl, dann wird das gut für Klurak gleich. Ich hab nur einen Hypertrank. Das ist natürlich. Du hast nur einen Hypertrank? Nein. Oh, Nahkampf. Oh, 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 oh. Ist so eine böse Attacke. Aber nein, ist okay. Ist echt heftig. Ach ja, Psycho, Leute. Oh, ich bin so doof. Terrakium! Oh nee! Haben wir das nicht gerade vorhin noch im Best-of gesehen? Ja. Oh, dieser Floor auch noch. Okay, cool, danke für gar nichts. Ich hier gespoilert werde. Alter. Ja. Okay. Ach man, das macht alles gerade nicht so Sinn. So gut! So gut, sagst du, okay. Mit Walzer einfach Bisaflor ge-one-shottet. Sehr gut. Einfach die Kanten mal schön auf null rasiert. Eieieiei. Das war garantiert eben Mega-Pokémon. Ja, locker. Garantiert, ja. Alter, das war wichtig jetzt. Das war wichtig. Ja, oh, das bleibt die ganze Zeit Nahkampf auf Registil. Ich habe gerade ein bisschen mehr Probleme als du. Aber Nahkampf wird ja immer schwächer. Aber ich habe sowieso immer das Gefühl, dass du es bei den Arenen immer schwerer hast. Ja, irgendwie schon, ne? Ja. Ich frage mich, wieso. Ich habe halt ein super gutes Team. Ja, aber ich denke die ganze Zeit, ich habe auch ein gutes, aber anscheinend nicht so ganz gebalanced, was die Typen angeht. Was? Ich habe halt für Doppelkämpfe... ist mein Team halt einfach überkrass. Ja, Downblock-Kämpfe sind eh nie mein Fachgebiet, so muss ich auch dazu sagen. Ey, VGC ist mein way to go. Okay, komm, wir gehen jetzt mal auf Himmelsfähig an. Und Drachenwut, machen wir auf das Portal jetzt, dass das Portal mal weggeht. Du hast das Portal immer noch da. Ja! Das ist ein bisschen leid, ehrlich gesagt. Okay. Shit, kann ich mit dem Leute immer noch nicht angreifen? Anscheinend wirkt Walzer sehr lange. Ja, doch, Walzer geht echt lang. Ja, ich dachte, das wäre schon die fünfte Runde mit Walzer gewesen, aber irgendwie scheint es nicht so zu gewesen zu sein. Puh, Spukball, das ist sehr geil. Kraftschub. So, Walzer One-Shot, come on. Sehr uneffektiv und trotzdem One-Shot. Oh, Dracometor setzt X-Bart ein, bitte was? Ja, das hat er schon dreimal bei mir eingesetzt. Aber nur das erste Mal tut weh. Alter, overused. Fast gestorben dran. Oh, damn. Und jetzt kommt Terrakium. Scheiße, Mann. Ich bin echt... Alter, das ist schon heftig gerade hier, was hier abgeht. Okay, jetzt wird... sie hat nur noch Terrakium und jetzt ist Terrakium da. Ich würde... Nein! Motherfucker! Schon wieder Schutzschild. Ah, das ist auch Drache. Mm. Das ist Drache. Ach ja, X-Men ist halt auch Drache, ne? Terrakium, dann machen wir halt das gleich nochmal. Das ist in Ordnung. Dann machen wir es so. Bring it, bitch, bring it. Ich muss hier echt gerade hantieren, ne? Das ist schon. Fertig, Alter. Ich hab die so fertig gemacht. Oh, die wird zurück und die ruft X-Part zurück, bitte was? Ah, Bisaflor, ja, perfekt. Dann, leider Gift Bisaflor. Na gut, dann tue ich halt Bisaflor weg, Owen. Puh, Leute. Bisaflor ist da sowieso auch schon weg. Ja, er setzt auch Nahkampf auf Klurak ein. Oh Gott, Leute. Warum sitzt du jetzt? Sehr gut. Die erste schwere Arena-Leiterin. Ah, ich hab Drachenwut eingesetzt. Das ist super. Schauen wir mal, wie es bei Max läuft. Super. Ganz, ganz toll läuft es.
Der Misaflor wird sich jetzt mega entwickeln. Ja! Was auch gleich, ich krieg immer die Mega-Entwicklung, aber du nie! Ich hab's direkt gewonnen schon. Also ja! Leben. Der hat halt reingewechselt und ich hatte halt Drachenwut ausgewählt gehabt. Ja, Terrakium ist schon schön. Die Zuschauer dafür die ganze Experience. Scheiße, Mann. Also setzen beide Schutzschild ein? No ey, way. So unfassbar nervig. Ey, die haben beide Schutzschild eingesetzt, Chris. Mhm. Er setzt wieder Schutzschild ein? Oh, er setzt Egelsamen ein. Oh, Schmutz. Damn. Kampffunkflug. Und mal weg jetzt, bitte. Danke. Na, was? Come on, Leute. Also, das ist ja... Mach du mal weiter, schau mal, was du kriegst. Okay, Terrakium ist wenigstens One-Shot weg. Immerhin. Eieiei. Ja, die, bei mir sind die irgendwie immer schwieriger, diese Arena-Kämpfe. Das ist schon krass. Ich finde Bisaflor ist übrigens so sehr angemessen, finde ich, mit Giftpflanze. Das wäre im Original auch ganz gut gewesen. So, jetzt haben wir Expert auf der anderen Seite. Den versuchen wir jetzt mal mit Drachenwut wegzuholen. Dann machen wir Luftschnitt auf Bisaflor. Das sollte dann auch mehr als reichen. So. Komm, ist halt nur ihr beide. Ja, setzt wieder Schutzschild ein, natürlich. Zöger es nur hinaus, das Unausweichliche. Ist er doch kein Drachentyp? Doch, er ist Drachentyp, ist er zwei Kometo ein. Oh oh. Bruder, 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 Bruder. Das ist ungesund. Das ist mehr als ungesund. Also ohne Tränke, ne? Man könnte ja auch nur Nuzlocke Challenge noch härter spielen, dass man im Kampf nur einen Trank ansetzen darf oder sowas. Alter, da wäre jetzt mal mein Team dezimiert worden, sag ich euch. Ich glaube, ich muss mein Team nochmal neu aufstellen, ein bisschen. Ich glaube, wir tauschen wirklich Vitula, also Frostetia aus gegen Rihornio zumindest, damit wir für X-Button so viele Pokémon einfach so Gesteinboden, das wäre schon so oft gut gewesen. Ich glaube, das machen wir. Ja, nochmal Drakometo. Komm auf Glurak. Let's go, Volltreffer. Okay, ich weiß nicht, wieso Werwald schon sein Spezialangriff so des Todes gesunken ist. Das ist ganz gut. So. 500 Jahre später holen wir uns das zurück, was uns gehört. So, komm. X-Bad. Hat sich jetzt ausge-X-Bad. Also hoffe ich. Ja, sehr gut. Das war's. Also, dass wir jetzt hier keine verloren hatten, wir hatten jetzt genug Chancen. Alleine nicht Schilas ist ja so fast down gegangen, Mann. Hast du es geschafft? Ja. Nein. Erzähl. Ich muss die Dinge auf meine eigene Art angehen, sonst verwirre ich nur meine Pokémon. Danke, dass du mich das gelehrt hast. Dafür hast du dir das hier verdient. Also mich hat die ziemlich auseinandergenommen, also. Alter, das habe ich mir verdient, weil ich dich in den Arsch getreten habe. Und mich hat sie... Mit dem Hitzeohren gehorchen dir ja alle Pokémon bis Level 50, auch die du auf die Tasche halten hast. Trifft sich gut, meine Pokémon sind alle um die Level 50. Ab sofort kannst du außerdem das VM Stärke auch außerhalb eines Kampfes einsetzen. Hier, noch als Zeichen meiner Anerkennung. Das nehme ich gerne. Doch. Itzikolle ist eine Feuerattacke für die Gegner, Stoß und Schaden erreicht. Aber ganz schwer, okay, tschüss. Ah, danke schön, gute Erklärung. Ja. Ah nein, ich wollte außen rum gehen. Jetzt, ach Mann. Die ist einfach umgewandert. Die hat eine bessere KI als die bei Cyberpunk. Ja, ich merk schon. Geil, zurück in Blitzburg City, Leute. Ich drücke die Daumen für den Kampf. Ja, danke, Mann, danke. Ich gehe aber von Blütenburg City einfach direkt weg und gehe zu Metaros City, glaube ich. Und dann. Ja, ja. Lass uns das mal zuerst machen. Hier, die Frage ist: Für welches Fossil entscheide ich mich? Wir dürfen ein Fossil benutzen. Fossil. Also, falls wir wirklich das bekommen, was wir bekommen sollten, hätte ich lieber ein Anorith als ein Ammonitas. Deswegen so, mal gucken, ob wir das bekommen. So, ich habe mich jetzt fürs Clown-Fossil entschieden. Mal schauen. Was kriegen wir denn Feines? So. Ein Haspirohr. Oh, wow, Alter. GG, Alter. Ich glaube, Norm wird es besonders special schlimm, glaube ich. Ja, ja. Das also meine Prediction ist, jeder verliert ein Pokémon, mindestens. Das sieht voll fancy aus hier.
Hast du jetzt mal auch schon mit dem Hintergrund so? Ja. Also, im normalen Spiel ja, aber eben nicht. Huh, du hast ja also 4 Arena-Orden erkämpft. Na schön. Versprochen ist versprochen. Lass uns einen Pokémon-Kampf austragen, mein Sohn. Ja, kennst du mir eine Lass mich in Ruhe. Ich muss auch noch gucken, was ich jetzt gerade vorne habe. Oh, Jesus. War's ja knapp. Das hätte ich jetzt nicht gefeiert, wenn der einfach gesagt hätte, okay, wir kämpfen. Ja, lass uns loslegen, oder? Was soll schon schief gehen, Markus? Was soll schon schief gehen? Ich spreche jetzt nochmal an. Du, es macht mich so glücklich, dass du mein eigenes... Achso, ich dachte, du wärst schon soweit. Okay. Na. Okay, sag Bescheid. Ich hab gerade gesagt, ich muss noch meine Pokémon heilen. Ah. Hör mir zu. Ja, jetzt kannst du. Es macht mich so glücklich, dass mein eigener Sohn stark genug ist, um gegen mich zu kämpfen. Ein Kampf ist ein Kampf. Als Arenaleiter habe ich einen Ruf zu verteidigen. Ich werde alles tun, um dich zu besiegen. Deshalb erwarte ich es von dir. Dasselbe von dir. Let's go. Oh Gott, wir werden sterben. Alter, die richtige Super Saiyajin-Pose, ey. Ja, Mann. Norman, Alter. Also, Dad. Okay, Pinsy und Akani, okay. Solider Anfang. Oh, Shiny Akani. Oh, es ist... Nee, es ist Elektro. Elektro Akani. Ja. Aber kein Problem für mich, ich hab wieder mein super Team dabei. Leute, ihr werdet so sterben. Okay, Elektro not so gut von mir für Nichelost. Und ich hab jetzt actually einfach Erdbeben. Ist das nicht nice? Hitze Collar, let's go! Klurak, gönn! Pinsir? Ah ja, Pinsir. Hä? Oh nee! Oh! Ich war auch gerade so richtig verwirrt. Was? Oh, der. Als ob das einfach plötzlich Giratina ist. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich auch nicht. Ich dachte, ich habe so Hitzekoller auf ihn eingesetzt. Dachte so, hä, warum stirbt der nicht? Mein Gott. Alter, da muss ich aber auch los, du. Ach, du Scheiße, Chris. Ja, gut, Das war doch mal ein guter Auftakt. Interessant auf jeden Fall, interessant. Holy shit. Damit habe ich nicht gerechnet. Puh. Ah, ja. Auf die Akani jetzt, danke. Auf den Turmkart, auf den Polion. Oh Gott, oh mein Gott. Er hat bei mir auch gerade so überlebt, Und? Achso, auf den. Alles überlebt, auch. Bei dir auch? Das hat mehr Schaden gemacht, als ich gedacht hatte. Okay. Okay, einfach so ein Giratina, ey. Ugekiss. Und dann denkst du, ja, Pinsy, solider Anfang, ist okay. Eieiei. Also noch ein Pinsy im Team hat. Ja. Damn. Oh man, Alter, das war schmerzhaft. Das kannst du aber noch sagen. Was vor allem, was ist er? Ist er Gift? Er sieht anders aus, Giratina, oder? Gift und nicht, oder Gift krank. Jetzt setzt der Seitentausch ein. Das ist auch so eine sehr interessante Attacke. Richtiger Makuzu-Move hier. Ja. Ich werde nie diesen Kampf gegen Makuzu vergessen, ey. Wo er mich so lang gemacht hat. Ja, natürlich, Beulenhelm hat er auch an. Ja, Drachenklaue, let's go. Oh, Rambos, ja. Ja, Rambos ist super. So. Lass mal kurz überlegen. Ist doch nicht super. Rambos ist mega scheiße. Machen wir. Ich würde machen das mal so, glaube ich. Und Overused müssen wir. Wir müssen uns mal kurz eine Runde austauschen und teilen machen. Geht jetzt gerade nicht anders. Markus, ich weiß nicht, ob das ein legaler Satz war. Nee? Und heilen machen. Habe ich heilen machen gesagt? Ne, heilen oder heilen, heilen machen. Dann hast du gesagt, heilen machen. Nun. Ja. Das ist mein Denken. Schade, das macht überhaupt keinen Schaden. So. Was? Tornupto kann Aquawelle? Willst du mich verarschen? Tornupto? Du triffst zweimal! Oh! 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 Was? Jetzt, also mein Golgantes lebt noch, aber du darf jetzt mein Golgantes definitiv nicht angreifen. Spotlight ist natürlich unlucky.
Oh, bitte nicht. Oh, das ist mein Carry, Alter. Das ist oh, mein nein. Carry. Don't do it, man. Don't do it. Ich sag dir, wir verlieren beide ein Pokémon, Chris. Ich sag dir, wir verlieren. Ich hoffe nicht, Alter. Ich hoffe nicht. Ah, nein, er setzt wieder Gene ein. Oh, zum Glück. Oh. Alter. Oh, Flammenwurf will er lernen, endlich. Klurak, Mensch. Alter. Big Uff. Puh, die sind, ich sag ja, Leute, diese Arena-Kämpfe sind dadurch so intens, Leute. Die sind so intens. Einfach ein fucking. Er setzt auch Togekiss ein. Okay, was nehme ich. Hm. Ja, okay, das ist eigentlich eine gute Idee. Ich muss Chlorak auf jeden Fall austauschen, definitiv, Mann. Oh, man. Das ist gefährlich, Markus. Es ist alles Gefährliche gerade gefühlt. Ja, ist super spicy gerade. Ich habe auch wieder nicht so die perfekten Typ-Kombinationen hier am Start. Ja, für mich ist es auch schwer diesmal. Na, ah, Gena, ey. Gena ist auch einfach so eine Kackattacke. Ja. Na gut, Registil kann jetzt wenigstens Giratina mal schön wegtanken. Oh, Leute. Aufwecker einfach so oder? Stahl, komm, mit Stahl machen wir jetzt Togekiss weg. Was hat er jetzt gerade für eine Beere gegessen? Was war denn das jetzt gerade für ein Move? Was war das denn jetzt? Unbeugsamkeit von Togekiss wirkt. What? Ah, die Beere hat einfach den Schaden reduziert. Das ist ja heftig. Ja, das ist Himmelsfeger ein. Und dann verschwindet Giratina einfach nicht. Das war wieder so klar. Damn, das meine ich halt. Das sind so Arena-Kämpfe, die hat man einfach nie im normalen Spiel. Das ist viel zu krass. Nee, aber garantiert nicht. Oh, da ist das Pinsir, okay. Aber Pinsir, deine letzte Stunde hat geschlagen. Flammenwurf ist da. Ja, gehen wir auf Aufwecker, oder? Hyperheiler. Gibt's Essen. Jetzt gibt's erstmal einen schönen Sporttrank. Sporttrank. Golgantis. Dann wird der reinkommen. Mit Erdbeben alles vernichten. Das Ding ist, sobald Togekiss weg ist, also das Gegnerische, dann können wir wieder einen Klurak oder sowas holen. Aber vorher bin ich mir jetzt unsicher wegen Feenattacken. Ja, mein Klurak ist ja zum Glück nicht Drache. Das ist ja Feuerflug. Ja, das ist in dem Fall tatsächlich besser, wenn man so sieht. Ich fand das bisher die ganze Zeit besser, also ich hatte damit extrem Vorteile bis jetzt immer. Ja, sehr gut. Denn noch ein Pokémon? Ne, der Dubelkiss ist das letzte. Lol. Ich bin fast fertig. Ja, da, Zauberschein. Wusste ich doch. Ich bin fast fertig. Ah, Giratina haut wieder ab. Was ist denn das Mega-Pokémon? Pinsir hätte ich gedacht, oder? Ah ja, das kann gut sein. Oh, Flicklauer, wow. Obwohl, ich muss ja sagen, dass mir, Giratina schon reicht als Mega-Pokémon. Ja, aber es hatte keine Mega-Entwicklung. Okay, meine beiden Pokémon schlafen jetzt einfach. Rip. Das ist eine gute Sache auf jeden Fall, ist eine gute Sache. So, Giratina ist verschwunden und Togekiss ist weg. Gut, ich würde sagen, unser Togekiss haut jetzt rein. Was zum... Ah, du hast gesagt, Tornupto hat Aquawelle, ne? Da muss man ja, das hat mich fast mein Pokémon gekostet. Das ist auch nicht okay. Ein Feuer-Pokémon mit Wasserattacke? Nee, nicht ganz okay. Fühle ich ja gar nicht. Nee, eher schwierig. So. Jetzt setzt er Hitzewelle ein gegen Mithuna! Oh Gott! Oh, Verbrennung! Oh nein, das schafft er nicht, oder? Das schafft er nicht. Oh, wenn der Giratina jetzt auch angreift, dann bin ich am Arsch mit Vitula. Dann war's das. Ah, es ist Phantomkraft ein. Oh. Sehr gut. Aber die Verbrennung könnte es trotzdem noch dahin raffen. 2 KP! Imagine 2 KP, Chris. Uff. Ach du Scheiße. Ja, ich glaube, das geht hier zuerst, ich weiß es nicht. Boah, Leute. Warum müssen die mal so intens bei dieser Arena kämpfen?
Jetzt hat's Schutzschild ein. Sehr gut. Alter, das war viel zu viel Schaden gerade. Das ist nicht in Ordnung. So, du setzt auf jeden Fall Wasserdüse ein und dann einmal heilen, bitte. Bin ja mal gespannt, wie du dich jetzt noch so schlägst. Ja, das machen wir jetzt. Das holen wir jetzt schon nach Hause da. Ja, das glaube ich auch. Ich würde jetzt mal sagen, dass wir jetzt hier nichts mehr riskieren. Wenn wir jetzt safe spielen, dann sollten wir es eigentlich schaffen, wenn jetzt nichts Unerwartetes mehr kommt. Ich sag mal, der hatte schon ein krasses Team, aber es war jetzt auch nicht so heftig, oder? Ja, vielleicht die Trigger-Stil. Oh! Ah, okay, setz von Turmkraft ein, okay. Oh. Ich sagte, ich hole jetzt gleich Ho oder Chlorak aus und dann setze Aquavelle drauf ein. Also. Ja, der macht's nicht. Vor allem, warum juckt ihm. Ja, nicht Schnabel. Warum juckt jetzt Wasserdüse nicht so? Das verstehe ich nicht. Was auf Tunnel? Vielleicht ist das. Doch, das sieht aber Feuer aus, ne? Also ja, aber irgendwie hat das Wasserdüse halt jetzt kaum was gemacht. Okay, wir heilen jetzt nochmal Registil, dann schauen wir mal. Eieieiei, ich muss mir gleich unbedingt Hypertränke kaufen, das war jetzt mein letzter Hypertrank. So, Tonuptus wenigstens weg. Okay. Alter, das ist krass. Und das war jetzt Orden Nummer 5. Gott, die Top 4, Christi, wir brauchen Akias. Wir brauchen ein Full Legendary Team, wenn wir in die Top 4 gehen. Sonst wird ja, das wir nichts. Sind auf einem guten Weg, also von einem. Gott, wenn der einmal mit Volltreffer da reingeht, ey. Eins. Ne, ich hab drei. Ich hab's nur nicht im Team. Du hast zwei im Team, ja. Ja. So, okay, wir probieren es jetzt, Leute. Wir holen jetzt Kappa raus. Mal gucken, ob er seinen Pinsel im Mega entwickelt bei dir. Ja, muss er eigentlich. Ist ja schon Tradition. Ja. Bei mir macht das nicht, bei dir macht das garantiert. Wenn die Leute im Stream. Ja! Ja! Alter! Boah, Junge, Alter, guck ihn dir an! Crazy böse, der einfach aussieht, Alter! Oder? So mies! Uiuiui! Erinnert mich ein bisschen an das Alien von Alien. Das Alien von Alien, ja, stimmt. Das ist mit dem Mund, ja. Tschüss, Giratina an der Stelle mal endlich. Boah, ja. Komm, levelt mal ein bisschen ab hier. Aber Leute, was schön ist, wir sind nicht überlevelt. Das kann uns keiner sagen. Das ist, nee. Komm, Läuterfeuer, gerade neu gelernt. Bam. Damit kann man auch schön Pinsir weghauen. Das war doch ein schönes Finale. Ah, ich habe wieder auf jeden Fall einiges für Thumbnail für die Folge. Dieser Plot-Twist einfach mit Giratina am Anfang war sehr geil. Das ja. Ist nicht wahr. Auch ist es. Akzeptiert. Ich weiß es nicht. Ich habe tatsächlich gegen dich verloren. Was? Du hast wirklich Fortschritte gemacht, mein Junge. Aber gut, das ist für dich. Jetzt können wir endlich mal schön pumpen. Geil. Den Balanceorden von Fatih. Geil. Mit diesem Orden gehorchen die alle Pokémon bis Level 60. Selbst solche, die du von anderen Leuten per Tausch bekommen hast. Wenn du ein Pokémon im Team hast, was die VM-Attacke Surfer beherrscht, kannst du das ab jetzt auch gemeinsam auf dem Wasser machen. Und das hier ist ein Geschenk für dich. Bei dir ist es diese Therme in guten Händen. Wow. Heimzahlung. Das ist einfach so eine andere Message vom Vater. Heimzahlung. Ja. Na gut, danke für Heimzahlung, Daddy. Dankeschön. Ja. War schön. Ja. Puh. Ich muss schon zugeben, als Arenaleiter kann ich meine Faust gerade nur so schwer verbergen. Mein Frust gerade so schwer verbergen. Oh lol. Die Faust. Aber als dein Vater habe ich gemischte Gefühle. Einerseits bin ich natürlich stolz auf dich, aber andererseits stimmt es mich auch ein bisschen traurig. Na gut. Ich bringe dich noch schnell raus. Komm, gehen wir. Die Musik, Alter. Oh nein, Heiko. Achso, die muss jeder sprechen, ne? Ja. Oh, du und Arenaleiter Norman. Was für ein Zufall. Euch beide habe ich ja schon lange nicht mehr gesehen.
ich bin auf der Durchreise, weil ich dahin, weil ich daheim etwas vergessen hatte. Du legst dich so richtig ins Zeug, stimmt, Psycho? Das sehe ich dir auch ohne zu kämpfen sofort an. Wirklich? Das bedeutet mir wirklich viel. Vielen Dank. Du bist doch du, ne? Ich bin Heikos Vater, ja, wir kennen uns. Ja. Wie ihr sehen könnt, ist Heiko wieder gesund und munter. Das haben wir allein dir und deinem Vater zu verdanken. Ihr beide wart schließlich, die Heiko damals dabei geholfen haben, sein erstes Pokémon zu fangen. Ohne ein Pokémon, das er seinen Freund nennen kann, wäre er heute wohl immer noch so schrecklich und schwächlich krank. Ich bin euch wirklich zu Dank verpflichtet. Weißt du was? Ich möchte mich irgendwie erkenntlich sagen. Hier, das für dich. Oh, Surfer! Das stimmt. Sobald eins deiner Pokémon Surfer erlernt hat, kannst du mit ihm etwas mehr reisen. Du, wenn ihr wissen wollt, wie stark ihr wirklich seid, schlage ich vor, dass du und Heiko hinter Route 118 das Meer überquert. Dort im östlichen Teil Höhens leben noch stärkere Pokémon und Trainer. Ich wünsche euch beiden viel Erfolg. Dann werde ich mich bemühen, mit ihm mitzuhalten, oder ihr? Na gut, Papa, ich mache mich langsam auf den Weg. Bis bald. Na komm, dann wollen wir mal. Heiko, ich bin schon gespannt, wie stark du und dein Pokémon-Team bei unserem nächsten Wiedersehen wohl sein werdet. Pass gut auf dich auf. Und schau ab und zu mal bei Mutti im Wurzelheim vorbei, damit sie sich keine Sorgen macht, so, weil ich ignoriere sie die ganze Zeit auf WhatsApp. Los geht's, bis bald. Gute Reise. Mach's gut. Okay, warte, ich will noch gar nicht... Oh lol, was passiert jetzt, Alter? Lol. Richtiges Männergespräch jetzt. Punkt, Punkt, Punkt. Punkt, Punkt, Punkt. Das ist die wahre Liebe. Schon seltsam. Ich habe gemischte Gefühle, wenn ich sehe, wie schnell mein Junge erwachsen wird. Einerseits bin ich natürlich stolz auf ihn, aber andererseits stimmt es mich auch etwas traurig. Was für ein Zufall. Ich habe vorhin genau das Gleiche gesagt. Was sie nicht sagen. Aber soll ich ihnen was verraten? Solange es nur weiter zu einem munteren Erwachsenen heranwächst, bin ich wunschlos glücklich. Ja, ich weiß genau, was Sie meinen. Erstmal ein Bier trinken. Die Musik schon wird. Norman sagt, wir sollen unsere Reise hinter 118 fortsetzen, stimmt's? Schalten wir am besten mal das Kartennavi ein. Hallo. Lange nicht gesehen, wir sind noch damals in der Granithöhle uns begegnet. Nicht wahr? Warte, gleich komme ich drauf. Dein Name ist... Du, nicht wahr? Schön zu sehen, dass du deine Reise gesund und munter fortsetzen konntest. Sag mal, weißt du, wie du weißt, leben wir in einer großen Welt, auf der eine Vielfalt von Pokémon wohnt, die jeweils unterschiedliche Typen angehören. Als Trainer kann man entweder Pokémon verschiedener Typen trainieren oder sich auf einen Typ spezialisieren. Was liegt dir als Trainer mehr? Naja, nicht, dass mich das groß was angeht. Aber in deinem Fall würde mich das durchaus interessieren. Na gut, ich sollte mich auf den Weg machen. Ich würde mich freuen, dich mal wiederzusehen. So, fancy pants. Genia! Na, Latias, was geht? Bro. Latias! Was willst du uns sagen? Sollen wir auf deinen Rücken aufspringen? Ich steh's jetzt schon. Du, komm mit. Ich glaube, Latias bittet uns um Hilfe. Also dann, los geht's. Echt jetzt? Anscheinend. Aber ich hab das Gefühl gehabt, dass wir die Fliegen erst nach der nächsten Arena kriegen. Ach, sieht so schön aus. Ich liebe das einfach. Ja, also das Fliegen in dem Spiel macht echt Spaß. Ja, oder? Im Gegensatz zu jedem anderen. Traunwut! Traunwut! Da wären wir. Vielen Dank, Latias. Was für ein seltsames Gefühl. Angst wäre das falsche Wort dafür, aber ich fühle mich aus irgendeinem Grund verunsichert. Mir ist, als würde ich mich in einem Traum oder in einer Illusion befinden. Mir wurde erzählt, dass auf einer dieser Inseln zwei Pokémon hausen, die das Geheimnis einer mächtigen Form der Pokémon-Entwicklung hüten. Gemeint ist die Mega-Entwicklung. Ob es wohl jemand auf dieses mächtiges Geheimnis abgesehen hat? Wir sollten dem näher auf den Grund gehen. Okay. Okay, Bro. Okay. Okay, let's hit it, Special Pokémon, Markus.
Denen er verfluchen sie jetzt zu halt. Die, denen die Erinnerung verblasst, versuchen sie im Herzen zu halten. Okay. Okay. Was passiert hier? Let's go. Achso, das ist ja. Ah ja, stimmt. Das ist Latios. Ja, den hätte ich gerne. Ich glaube, wir kriegen aber Latios. Oder? Latios. Vielleicht ein umwerfende Erscheinung. Wäre dieses Pokémon ein Stein, dann wäre es wohl ein Wasserstein. Oder warte, ein Funkelstein beschreibt es, seine strahlende Schönheit noch viel besser. Er steht selbst den edlen Stahl-Pokémon in nichts nach. Oh, damn! Hä? Das sind doch Teammitglieder von Team Magma. Jetzt wird einiges klar. Latios und Latias wussten sicher, dass sie kommen würden und haben uns deshalb zu sich gerufen. Wer denn? Aha. Das ist deiner. Oha. Oha. Kommandantin Jördis. Das dort ist das Kind, das von dem alle reden. Angeblich stellt sie sich uns ständig in den Weg. Aber wer dieser vornehme kleine gekleidete Schnösel da ist, ich werde das Gefühl nicht los, dass wir ihn irgendwo zu kennen. Ist er vielleicht ein Wettbewerbsstar? Chris? Ist jetzt nicht wichtig. Ja. Okay. Also sprich ich wirklich so leise. Dass ja, du ja, 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 ja. Aber das ist jetzt nicht wichtig. Ihr beide verschwindet jetzt besser. Die Magma benötigt das Pokémon hinter euch. Genau wie den Megastein, den es bei sich trägt. Ich werde mich mit nichts anderem zufrieden geben. Also, verschwindet endlich. Niemals. Meinetwegen. Genau diese Antwort will ich hören. Du kannst auf meine Hilfe zählen. Wir müssen Latios vor diesen Schurken beschützen. Latios und der Megastein dürfen auf keinen Fall in solchen Ganoven in die Hände fallen. Habe ich keine andere Wahl. Ich werde euch vernichten. Epic Fight Music! Your Battle Time! Okay, die eine hat drei und die andere eine. Ich glaube, das bleibt mir jetzt im Gedächtnis. Sehr geil. Hallo, Big Smooth. So, okay. Also einer von den beiden hat auf jeden Fall die Magma-Outfit vergessen. Was für ein Farbigel der hat bei mir. Crazy. Das ist auf jeden Fall Special Farbigel. Okay, einfach mal Server draufhauen. Sieht geil aus, das Farbigel. Die Musik ist geil, oder? Ja, auch ultra nice. Ich hab seinen Farbigel einfach gewonshottet. Du hast sein Farbigel? Ja, ich hab Server eingesetzt. Sorry. Sorry, Butler. Ich will, dass er Metagross in den Kampf schickt. Ah, ist auch ein Stahl-Pokémon, mein wahrscheinlich Ding. Wahrscheinlich gar kein Metagross. Was Surfer. Ist Farbigel Unlicht? Ich sollte Surfer nicht einsetzen. Ja, das Normale ist normal, aber wahrscheinlich das war irgendwas, was ich, was es war. Ah, noch Unlicht aus. Alter, geile Musik wieder. Die Musik bangt auf jeden Fall. Ja. So much bang for your buck. Snabel. Oh nein, Top-Genesung. I hate it. I hate it. True that. Das schlechteste Item im Spiel. Gigastoß. Geil. Giga. Hat immerhin gehalten, was es versprochen hat, ne? Immerhin. Giga gestoßen. Oh, Pikachu. Oh, lol. Aber was für ein Pikachu, wie geil. What the fuck is that? Alter, das ist einfach Professor ja. Pikachu, Alter. Ja, es gab Detective Pikachu, dann Surfer Pikachu und jetzt gibt's Professor Pikachu. Geil. Das ist nice. Und Pandia, okay. Da ist Professor Pikachu. Da würde ich aber mal ganz schnell wechseln. Gegen Professor Pikachu komme ich nicht an. ja, vielleicht. Ah, ich ordne jetzt gerade alles schön weg, ohne Probleme. Ja, ich mache jetzt auch nur noch Radbeben. Mir egal, was mein Gegner für Probleme hat. Zack. Oh, okay. Willst du noch? Oh, Alter, Leute. Er will es jetzt nochmal richtig wissen. I see. Okay, Schutzschild. Das meine ich halt, das ist halt das Schöne, hier immer wieder überrascht zu werden von so schönen Pokémon und anderen Veränderungen und so. Das finde ich halt so geil. Erdbeben.
Rumble, 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 Rumble. Ah, warte, was ist der vom Typ her? Egal. Okay, okay, sein Kalavandans. Wie heißt das Pokémon? Wie heißt das? Kalavandanzas oder so? Hat's einfach gerade gemacht. Sehr schön. Uff. Dieser Kampf ging aus wie erwartet. Aber gleichzeitig auch unerwartet. Ich hab dich ins Visier genommen. Ab jetzt bist du Teil eines Experiments. Ich werde dich einer sorgfältigen Analyse unterziehen. Du wirst bis in alle Ewigkeit mein Versuchsobjekt sein. Okay. Alles klar. Mit dem Rückweg an. Nicht so schnell, ein Glück, Kommandantin. Ja, das... Ich weiß nicht, ob mir das gefällt, ehrlich gesagt. Das wäre überstanden, du. Ach ja, ich heile ein bisschen gleich mit deinem Team. Es hat immerhin hart gekämpft. Naja. Dachte ich auch gerade. Du hast dich fantastisch geschlagen. Dieses Pokémon trägt einen Megastein bei sich. Und ich wäre sicher in ihre Hände gefallen. Ich bin sicher, Latios hat sich inzwischen auch als vertrauenswürdigen Trainer anerkannt. Sinnoh, es bietet dir seine Unterstützung an. Ich glaube, es will dich auf deiner Reise begleiten. Worauf wartest du noch? Schnapp es dir. Random Latios! Pokémon soll in der Box gelagen werden. Okay. Who can say... Tschüss, Registil. Oh, Latios einen Spitznamen geben. Leute, wie nennen wir Latios? Hä? Ja. Warum? Hä, warum? Ich nenne meins Lulu. Ich nenne es meins Ravena. Komm. Ravena. Wir sind offiziell Latias. Ayo. Ravena umklammert Latios Need. Ah, super. Das ist doch toll, dass es Latios Need umklammert. Wenn es Latias ist. Oder war es jetzt ein Anzeigefehler? Bist du ready? Ja, ja. Hier, ich habe da noch was für dich. Achso, der Ring. Nein, der Ring, ja. Der ist trendy armreif. Yay. Mega armreif. Nice, Alter. Das ist doch ein gutes Hintergrundbild für Thumbnails. Ja, stimmt. Wenn du diesen Mega-Armreif trägst und eng mit einem Pokémon in deinem Team befreundet bist, das einen passenden Megastein, der sein passendes Megastein bei sich trägt, kannst du bei ihm eine außergewöhnliche Form der Entwicklung auslösen. Die Mega-Entwicklung. Probiere es bei deinem nächsten Kampf einfach mal mit Latios aus. Die Mega-Entwicklung gibt uns immer noch viele Rätsel auf. Was hat es mit den Megasteinen auf sich und woher kommen die Schlüsselsteine? Was steckt hinter dem Phänomen der Mega-Entwicklung, das Menschen und Pokémon miteinander verbindet und ihnen neue Kräfte verleiht? Also der hat eindeutig nicht Y gespielt. Ich hoffe, der Mega-Armreif, den du gerade erhalten hast, wird dir helfen, Antwort auf diese Fragen zu finden. Oder schaue doch einfach bei dem Let's Play von Chris und Markus vorbei. Zusammen mit Latias natürlich. Er wartet schon sicher auf uns. Oh Mann. Was? Das hast du jetzt nicht wirklich getan? Doch, doch, doch. Sag's euch, der Markus ist das skrupellos. Ja. Wenn man die Lore nicht kennt, einfach mal die anderen Spiele spielen. True. Gute Arbeit. Ich glaube, es bittet dich, gut auf Latios aufzupassen. Nein. Einfach so getrennt voneinander. Weißt du, die ganze Zeit waren die so ein Team, haben zusammen gewohnt, wahrscheinlich als Paar und jetzt so lost einfach. Oh Mann. Ich muss sagen, dass du meine Erwartungen weit übertroffen hast. So stark wie du bist, wirst du sicher auch Route 119 so wie die dahinterliegende Arena von Baumhausen City problemlos hinter dir lassen. Wenn wir uns das nächste Mal treffen, wirst du bestimmt noch ein ganz Stück erwachsener sein. Ich bin schon sehr gespannt, wie du dich weiterentwickeln wirst. Bis bald. Yay. Okay, ist jetzt Latias oder Latios? Also ist es wirklich Latias? Ja. Ich verstehe es nicht. Warum? Oh, lol. Oh, cooles. Oh, ja. Oh, was? Oh, was ist das denn? Oh mein Gott. Kampfgeist, Latios? Baby Jesus. What? Was ist das denn, Alter? Geil. Holy shit. Ja, Leute, das war doch ein sehr, sehr geiler Abschluss für diesen Stream und für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, würden wir uns natürlich sehr über ein Like freuen. Schaut auch bei Chris vorbei und schaut bei mir vorbei, wenn ihr bei Chris geschaut habt. Und bis zur nächsten Folge. Haut rein, ciao. Euer Markus Street. Tschüss. Und der Gato, tschüss.